zustimmen. Bleib im Ohr. Das Jahr 1928. Es beginnt die Aufnahme des drahtlosen transatlantischen Funkverkehrs. In St. Moritz beginnen die Olympischen Winterspiele mit deutscher Beteiligung. Die Auflösung der Bürgerblockade unter Marx findet statt. Und die Reichsbahn bietet elektrische Schnellzüge an. Am 9. Januar 1928 erblickt in Berlin der kleine Wolfgang Herbert Kurt Träger das Licht der Welt. Wolfgang Träger wächst als Sohn eines Kaufmanns im Berliner Bezirk Wedding auf. Ich wurde 28 geboren. Wir wohnten gegenüber der Lichtburg. Die Lichtburg war ein großes, modernes Kino damals. Und zu den Kindervorstellungen, immer so um 16.30 Uhr, am Freitag und am Dienstag, wenn die Filme gewechselt wurden, durfte ich zur Kindervorstellung. Und damals hat man noch amerikanische Filme sehen können. Die wurden da also gezeigt. Wir gingen dann immer dahin, mussten das... Obwohl es uns schlecht ging, musste ich das immer meinen Eltern aus dem Kreuz leihen, die 30 Pfennig. Aber diese Filme haben schon damals einen riesen Eindruck auf mich gemacht. Und diese, vor allem diese Helden in den amerikanischen Filmen, das waren also so Menschen, die nur eine, also fantastische Vorbilder waren für mich. Und so wollte ich auch mal werden. Vier Tage vor meinem 16. Geburtstag wurde ich zur Flak eingezogen. Ich war immer der Kleinste und ich dachte, die können mich gar nicht gebrauchen. Ich passe in keine Uniform. Ich passte auch in keine Uniform. Ich habe also die Uniform, die Hosen gingen mir bis unter die Achsel und so weiter. Und dann war ich in einer Flak-Einheit bei Berlin. Ich habe den Krieg dann also als Luftwaffenhelfer zu Ende gemacht und habe die ersten wunderbaren Filme aus Frankreich gesehen, Kinder des Olymp und so weiter. Während Träger selbst als Schauspieler außerhalb der Theaterbühne nur wenig präsent war, unter anderem in mehreren Märchenfilmen der frühen 50er, ist seine Stimme einem breiten Publikum vertraut. 1955 gehörte er zudem der Kabarettgruppe Die Stachelschweine und die Frischlinge in Berlin an. Ich traute mich noch nicht mal in eine Schauspielschule zu gehen, um mich anzumelden. Und dann traf ich einen alten Schulfreund, Jo Herbst, der bei den Stachelschweinen später eine Rolle spielte. Und er sagte, komm zu uns nach Reinickendorf, da brauchst du keine Aufnahmeprüfung zu machen, da ist eine Schauspielschule und da kannst du dann Schauspielunterricht. Mein Schauspiellehrer merkte schon, dass ich sehr verklemmt war und gab mir aber keine Rollen, um mich frei zu spielen, sondern er machte mit mir Lyrik. Die deutsche Lyrik habe ich da kennengelernt und da fand er, das war meine Stärke. Eine Kollegin in der Provinz sagte mir, mein Vater ist Produktionsleiter in Langwitz bei den Synchronfirmen. Geh doch mal hin, wenn du mal kein Engagement hast, geh hin und frag doch mal, ob du da ein bisschen zwischendurch mal synchronisieren kannst. Und da ging ich hin zu dieser Firma und fragte, ob der hatte auch gleich was für mich. Damals war ich ja noch sehr jung und meine Stimme war noch kind, also fast kindlich, jugendhaft. Ich sprach dann immer so Zeitungsausverkäufer und so weiter. Und so habe ich mich da reingearbeitet. Alles in Butter, ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Hey, was hast du denn gemacht? Hast du in Rasierwasser gebadet?
was sie schon immer über die Synchronstimme von Woody Allen wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Ich war nicht so überzeugt von mir. Ich war also überhaupt nicht überzeugt von mir. Immer meine Schüchternheit blieb eigentlich, hatte Komplexe eigentlich. Bis zu Woody Allen hatte ich eigentlich Komplexe, weil meine Stimme eben nicht so schön war und rund und ich konnte keine Liebhaber richtig sprechen. Naja, das verfolgte mich natürlich und das konnte ich dann ausgleichen bei den Typen, die ich dann sprach, also die auch dann mit der Stimme identifiziert werden konnten. Es gibt Männer, die sind heterosexuell und dann welche, die sind bisexuell. Und dann gibt es Männer, die denken überhaupt nicht an Sex. Dräger sieht auch Parallelen zwischen dem Leben von Woody Allen und seinem Leben. Es ist erst einmal, würde ich die Rollen auch so spielen wie er. Und er verkörpert Personen, die mich an mein Leben erinnern. Also die also nicht so glatt durchs Leben laufen, sondern überall anecken und Schwierigkeiten haben. Und letzten Endes dann doch die Sieger bleiben. Also Sieger bin ich selten geblieben, aber im Leben. Aber die Rollen, die er spielte, erkannte ich mich selbst. Wolfgang Dräger lieh natürlich noch vielen anderen Darstellern seine Stimme, unter anderem Alain Delon, Jean-Pierre Léaud, Dudley Moore, Oliver Reed, Gene Wilder. Darüber hinaus Roman Polanski, er gab Inspektor Gadget in der Zeichentrickserie seine Stimme und er ist der Vogel Bibo aus der Sesamstraße. Ja? Und in den 80er Jahren siedelte Wolfgang Dräger aus Berlin in die Hansestadt Hamburg über mit seinen Kindern Sascha und Kerstin Dräger, beide ebenfalls Hörspiel- und Synchronsprecher-Legenden. Ein absoluter Glücksfall war das Aufeinandertreffen vom Tonstudio Europa, damals noch in Quickborn bei Hamburg, mit Wolfgang Dräger und seiner Familie, ja, also Kerstin und Sascha Dräger. Denn diese drei bestimmten mit ihrem Namen, mit ihren Stimmen die nächsten Jahrzehnte Hörspielkultur. Ja, und diese ganzen Produktionen aufzuzählen, würde wirklich den Rahmen sprengen. Wolfgang Dräger hat jedes Hörspiel ja einfach aufgewertet. Egal ob als Kommissar Glockner oder als Inspektor Reynolds von Rocky Beach. Am 23. Januar starb Wolfgang Dräger mit stolzen 95 Jahren und hinterlässt uns einen wahren Schatz an Filmen und Hörspielen, die er mit seiner Stimme aufgewertet hat. Und auch von der Familie Dräger wird man in Zukunft noch viel hören, denn schon die nächste Generation ist im Anmarsch in den Synchronstudios. Wie ich sehe, haben wir einen Neuankömmling auf der Insel. Das ist richtig. Sein Name ist Kex. Oh, hallo Kex.